Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Unboxing-Video. Heute habe ich euch verschiedene Bilderbücher mitgebracht. Und los geht's mit dem Hoppla. Also heute jetzt bloß das Unboxing, deshalb ganz kurz. Das ist von der Agnese Baruzzi vom Verlag Mein Edition. Und die macht immer sehr schöne, witzige Kinderbücher, Pappbilderbücher. Und hier kurz der Klappentext. Die Flosse einer Meerjungfrau wird plötzlich zu einer Tulpe und ein Wal zum Federkleid einer Eule. Diese und weitere überraschende Verwandlungen warten hinter jeder Seite. Mach dich darauf gefasst, die Welt aus besonderen Blickwinkeln wahrzunehmen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Genau. Und ich habe von ihr schon ein paar Bücher vorgestellt. Ich finde, es ist wirklich eine ganz tolle Illustratorin mit sehr schönen Ideen. Und das hier wieder ein neues. Zeige ich euch beim nächsten Mal mehr. Dann der Mephisto, auch ganz schick gemacht. Hier ist drin, das erkennt man glaube ich nicht auf die Distanz, ist eine Maus zu sehen in den Augen. Also statt Pupille ist eine Maus stilisiert. Und das ist für Kinder ab 3 Jahren. Auch vom Verlag Mein Edition. Mäuschen. Unfreiwillig lebt der schwarze Straßenkater Mephisto eine isolierte Existenz. Die anderen Katzen finden ihn unheimlich, weshalb er sich ihrer Gegenwart entzieht und auf dem Land einen Neuanfang in Freiheit versucht. Tiefgründig und einfühlsam veranschaulichen Bernard Villiot und Antoine Gilloppe die Tiefen von Einsamkeit und Ablehnung, denen sie die Stärkung und Akzeptanz des eigenen Bewusstseins glänzend entgegenstellen. Ja, bin ich mal gespannt. Hat mich auf jeden Fall angesprochen. So schwarz-weiß hat man ja selten im Kinderbuchbereich. Und gerade auch mit Ablehnung fand ich spannend. Dann gibt es Sepia und das große Meer, auch vom Verlag Mein Edition, ebenfalls für Kinder ab 3 Jahren. Ich weiß nicht, ob man es so sehen kann. Hier sind auch so Lackierungen drauf. Da ist eine Qualle und hier ist nochmal eine Sepie. Und hier sind kleine Fische. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Auf jeden Fall ganz, ganz schick gemacht. Und auch hier hinten drauf sind so Lackierungen. Also das nur im Gegenlicht sozusagen zu sehen. Beim Versteckspiel im traumhaft bunten Korallenriff verschwindet plötzlich das kleine Tintenfischmädchen Sepia. Als es sich im weiten, offenen Meer wiederfindet, will es nur eins, nach Hause. Doch die Reise öffnet neue Horizonte, denn unterwegs trifft sie auf verschiedene Tiere. Mal kann Sepia helfen, mal wird ihr geholfen. Und dank dem unerwünschten blinden Passagier, dem Seepferdchen, findet sie einen Weg, der wieder nach Hause führt. Jo. Fand ich auch schön, so eine kleine Mischung aus ein bisschen Sachbuchanteil drin, mit aber trotzdem Geschichte verwoben. Dann ein poetisches Buch, so ein bisschen, Classic Mein Edition wieder, Der blaue Stein. Die Illustratoren kennen vielleicht manche von euch. Ich habe schon 2 Bücher von der Yves Tarlet vorgestellt mit dem kleinen Bären und ist von der Angel Wald geschrieben, auch für Kinder ab 3 Jahren. Am Fuß einer Margerite findet Olli einen blauen Kieselstein. Jeder sagt ihm, dass er ihn wegwerfen soll. Doch Olli ist sicher, dass ihm der Stein eines Tages nützlich sein wird. Als er einem weinenden Mädchen begegnet, weiß er, dass es richtig war, seinen Gefühlen zu vertrauen. Ja, eine kleine hübsche Geschichte fand ich auch sehr schön. Und das letzte Buch in dieser Runde. Butz und Rosi besuchen die Oma. Hier fand ich total schön, die Kinderbuchautorin, die macht also mit Textilien die Bilder. Ich kenne mich das leider nicht so gut aus. Stickt, häkelt, was auch immer. Und dann werden die fotografiert und dann sind die also die Illustrationen in dem Buch. Das fand ich ist eine total klasse Idee und total schön. Und gerade heutzutage gibt es ja relativ viele Mamas, Omas, die wirklich sehr geschickt mit Stoffen arbeiten können. Und also eine schöne Idee und vielleicht auch eine kleine Inspiration. Deshalb wollte ich es euch gerne vorstellen. Außerdem ist die Geschichte auch niedlich, zumindest wie es klingt. Butz und Rosi besuchen die Oma. Das finden die beiden wunderbar, denn die Oma hat für alles ganz viel Zeit. Nichts muss man, alles darf man und es gibt immer genug Kekse. Das neue Abenteuer führt den Bärenjungen Butz und seine Schwester Rosi in Omas kleines Haus mit großem Garten, wo es einiges zu entdecken gibt. Das ist vom Rieder Verlag in München. Vielen Dank dafür und auch für Kinder ab 3 Jahren. Ja, beim nächsten Mal werfen wir einen Blick rein in die Bücher. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, eure Nele. Tschüss!